Willkommen zu einem neuen Video und nach einer längeren Among Us Pause bin ich wieder zurück. Und in dieser Folge habe ich richtig gerockt. Dementsprechend waren alle geschockt, weil sie mich so nicht eingeschätzt haben. Außerdem gibt es in dieser Folge einen neuen Mod. Denn nun gibt es nicht nur den Imposter und die Crewmates, sondern es gibt noch den Mediziner, den Sheriff, den Elektriker und den Joker. Der Mediziner hat die Möglichkeit, einen der Crewmates ein Schild zu geben, das ihn vor einem Schuss vom Imposter bewahrt. Der Sheriff hat die Möglichkeit, die Imposter zu eliminieren. Versucht er allerdings, einen Crewmate zu eliminieren, explodiert er selbst. Der Elektriker hat die Möglichkeit, alles weitere auf der Map zu reparieren, ohne dorthin laufen zu müssen. Und zu guter Letzt der Joker. Dieser muss sich als Imposter ausgeben und muss versuchen, dass die Crewmates ihn rauswählen. Wenn dies geschieht, ist das Spiel sofort vorbei. Ihr seht also, dass in dieser Folge einiges ansteht. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei meinem grandiosen Schauspiel, das am Ende alle sprachlos machte. Man nannte mich auch den 1 Million IQ-Imposter. Und das gern Daumen nach oben da. Alter, das gibt's doch nicht. Warum bin ich nur Imposter, Mann? Was geht ab? Willst du mich eigentlich? Jan, Jan. Oh ja! Jen, das gibt's doch nicht. Oh Mann, Halleluja. Oh mein Gott, oh Gott, hey, da ist jemand gestorben. Ey, lol. Lol. Stecke! Ach Mann, ich war schon auf dem Weg nach unten. Genau, Lara war auf dem Weg nach unten. Ich war sogar noch unter Lara, aber ich hatte den Button auch gehabt, musste wieder hochlaufen zum Reporten. Ich auch. Also Lara war es nicht, ich war es nicht. Wo ist denn die Leiche? Schon gemein, ne? Wo ist denn die Leiche? Wo alle da drin, ja, wo alle dran waren. Die waren alle bei der Task gerade. Wo warst denn du, Eddie? Im Dropship beim Schlüssel war ich. Ja, okay, dann hast du es nicht gesehen. Aber ja. Also links. Es waren noch zwei nicht, aber einer äußert sich nicht. Man hat es nicht gesehen, leider. Ich war auch hier. Ich war auch hier. Du bist losgelaufen gerade. Ich hätte auch reporten können gerade. Ich weiß noch nicht, wo die Leiche genau liegt. Oben. Man hat halt wenig gesehen. Losgelaufen und wieder zurück auch. Was heißt denn oben? Wo denn oben? Dropship. Oben links im Dropship. Neben dir, direkt neben dir. Wir können ja schon mal ausschließen, wer war denn nicht im Dropship? Also ich war gerade Storage. Ach, du bist runtergelaufen direkt? Ja, Varian und ich sind runter. Varian ist rechts in Storage und ich bin gerade weiter zum Maze. Deswegen sage ich gerade... Hä, wie schnell seid ihr denn? Ja, wir kennen uns schon. Fick Schlüssel rein, gleich weiter. Ich laufe manchmal auch direkt runter, ohne Schlüssel zu machen. Ich war noch da, ja. Ich war allerdings gerade im Discord, irgendwie auch Sound Settings checken. Sound Settings checken. Genau, Jan. Alles klar. Ich habe die Schlüsseltaste gemacht, dann habe ich die Schiffchen gemacht und dann bin ich gerade runtergelaufen von dem Schiff und hätte auch reporten können. Also ich habe auch gedrückt, aber... Ich würde gerne mal von Jan wissen, was für Sound-Settings hast du denn gemacht im Discord? Ich habe am Anfang gesagt, so sieht das aus. Und dann hat Matteo gesagt, Jan, du bist nicht gemutet. Dann habe ich panisch im Discord geguckt, warum Steuerung Shift-M nicht funktioniert. Das ist eine verdammt gute Erklärung. Ja, ich glaube ihm auch. Ja, wir haben uns letztens aber schon verarscht. Ich glaube, Jan, irgendwie nichts mehr. Und Jan ist maximal einmal im Post-Set pro Session. Maximal, ja. Oh ja. Also wenn man die Wahrheit sagt... Ich war schon einmal im Post-Set 2021. Also Blesk ist möglich. Baso, kannst du nicht auch sein? Baso könnte auch noch sein. Gnu auch. Könnte. Gnu, ach ja, weil ich oben im Dorf war. Warum ich denn jetzt schon wieder, Leute? Ja, theoretisch, ja. Du, Mann, ich habe aber auch gar nicht gesehen, wo der Kill gefallen ist. Ich auch nicht. Heute ist Schmolli-Gnu, oder? Ich bin ein bisschen am Schmollen, ja. Aber ich merke, ich war jetzt länger nicht dabei und ihr seid alle gegen mich. Durchgeschmollen. Naja, du warst ja auch im Boss da. No. Oh, Schmolli-Gnu. Schmolli-Gnu reißt jetzt den kleinen Arm, lässt gleich den Popo auf, wenn er nicht aufpasst. Marion, vertraust du mir noch wegen letzten Mal? Bitte mach's nicht, ich hab Angst. Oh mein Gott, tu es, bring ihn um. Ich lerne mal ein bisschen von Security, was geht denn da so? Nichts. Man sieht einfach nichts. Eye of the rising, it's the fear of the fight. Rising up. Na, da bin ich jetzt mal gespannt. Ja, das sieht jetzt schlecht aus, Gnu, aber... schon wieder ist. Das hört sich jetzt schon... Ich wähle Mäntel. Nein, warte mal. Ich will gar nichts hören, Also, ich war in Admin und da habe ich gesehen, dass zwei Leute in O2 waren. Und da bin ich hingelaufen, einfach nur so, weil ich neugierig bin. Und da habe ich die Leiche von Varian gefunden und er liegt wirklich ganz genau auf dem Vent drauf. Also entweder so, als...
ob er selber gewendet wäre und dann abgestochen wurde oder keine Ahnung. Dann kam Gnu dazu und hat gesehen, wie ich ein bisschen da in Varion rumstoche. Du hast aber ja alles dran gerochen, hast du. Ich hab's genau gesehen. Nee. Ich bin unschuldig. Also, ich glaube, was ich vermute ist, erstmal, der Engineer hat am Anfang der Runde sofort Licht gefixt, falls ihr es gemerkt habt, oder? Und ich bin nicht Engineer, aber ich wollte sagen, es könnte sein, dass Varion das gemacht hat und dann ist er da hingelaufen und ist dann gewendet und wurde dabei erwischt und abgestochen vom echten. Wo ist er hingelaufen? Zu Jester, Matteo, und versucht Matteo, ich stand doch gerade mit dir im Admin-Table, richtig? Zu O2, richtig, Bless. Ich bin kein Jester. Wer war unter uns in Lower Decon? Warst es du, Tinker? Tinker ist da reingelaufen. Genau, eine Person war ein Specimen in dieser Runde. Richtig, ich war ein Specimen. Ich war auch ein Specimen. Der Käse war mit mir ganz unten. Lara, Eddie und Tinker waren alle ein Specimen, ja? Okay, alles klar. Okay. Moment, ich möchte noch mal wissen, Mäntel, wo glaubst du, ist Flo hingelaufen, also Varion? Seine Leiche liegt in O2, da wo dieser Baum ist, da ist ja so ein Loch. Du hast gesagt, er ist Engineer, also es könnte sein, er ist Engineer. Das Licht ging aus. Er hat es gefixt. Ja, so und warum sollte er dann da hinlaufen? Nee, weil er sich dann versteckt. Ich glaube, Varion war Engineer und wollte sich in dem Lüftungsschacht verstecken, um zu gucken, ob jemand getötet wird da oben. Weil das passiert ja oft bei den Kameras. Ich glaube, Varion hat ja nur die Task in der Tour gemacht. Ich war nämlich in der Cam. Gnu stand auch neben mir und ich habe Jan und Varion in der Tour rumlaufen sehen und es sah aus, als hätten die Task gemacht. Also das kann auch sein, dass Jan Varion weggemacht hat. Dann. Aber er liegt wirklich genau auf dem Vent. Also ich so war in der Tour da. Mäntel, ich glaub dir. War hier sogar schon eine Stunde. Danke, Gnu. Gnu glaubt dir, das finde ich gut. Trotz, dass du mich immer verdächtigt hast, vertraue ich dir jetzt einfach mal blind. Das finde ich schön. Nee. Ich glaube, Gnu ist Imposter übrigens. Verbrennt die Hexe! Ich bin unschuldig. Für die Unverschämtheit bringe ich ihn jetzt um, Eddie. Ich bin so ein bisschen, magst du ein bisschen mit mir rumlaufen, lässig, ich bin so ein bisschen unfassend und ich weiß nicht wohin. Bless, bleib stehen! Magst du noch ein bisschen Titanic spielen? Komm, Bless, 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 komm, Bless! Mann, ich wollte Titanic spielen. Jetzt sei doch nicht so schüchtern, Mann! Du willst es doch auch. Oh. Was? Wie kann denn das sein? Warte mal! Flask! In Electric, vor meinem Schalter waren doch noch ganz viele Leute. Ist die Leiche vor meiner Nase umgekippt? Könnt ihr beruhigen, Leute. Beruhigen. Ich hab Jans Soundsettings gecheckt eben. Achso. Okay. Ich glaube, es war Gnu. Nee, ich bin Sheriff. Ich hab Jan einfach abgeschossen gerade. Echt jetzt? Nein. Letzte Runde war ich mit Matteo im Admin-Table. Lara, Eddie und Tinker waren zusammen Specimen. Bas und Gnu waren zusammen Security. Ich bin danach an Lifeline gelaufen, während Matteo schon in Richtung O2 ist. Da ist Varian schon gestorben. Die einzige Person, die den Kill gemacht haben kann, war Jan. Matteo war es nicht. Der stand nämlich unter dem Admin-Table, gesagt. Siehst du, Mäntel, ich hab dir vertraut. Also du hast Jan gerade umgebracht in Electrical. Als Sheriff, genau. Du bist Officer und er war quasi Imposter. Genau. So, jetzt ganz oder kurz. Aber du bist Mörder und du hast Jan umgebracht. Oder ich bin der Mörder. Aber also, Matteo, du weißt ja du weißt, dass ich das nicht gewesen sein kann, weil du warst mit mir im Admin-Table. Du bist nach links gelaufen, ohne dass du Lifeline checkst. Und ich bin nach oben zur Lifeline gelaufen. Sprich, ich hätte nie im Leben den Kill machen können. Also erstmal, du weißt ja auch. Rein theoretisch war der Cooldown vom Officer schon wieder ready für diesen. Ja, wir sind beide auf 30 Sekunden eingestellt. Und die waren auch. War der nicht auf 40 vom Officer? Nee, ich habe die beide auf 30. Die haben genau den gleichen Cooldown. Ja. Und ich habe davor Jan schon im Lab gesucht, zusammen mit Gnu. Das hat Gnu, also Gnu, ich wollte dir signalisieren, dass du mitkommst. Ja, bin ich ja auch. Hab dir vertraut. Aber Jan ist nicht ins Lab gelaufen. Warum hast du den abgeschossen und nicht direkt reported? Warum konnte ich zurücklaufen und den reporten? Weil Gnu neben mir stand und weil das lustig aussah. Aber also, jetzt mal ganz ehrlich, wenn wir Flask einfach rauswählen. Das ist immer die Argumentation. Nee, ich würde sogar anders rangehen. Ich will, dass der Medic mir jetzt ein Schild gibt, weil ich sonst getötet werde. Also skippen ist erstmal die erste Option, glaube ich. Aber wir wissen doch, dass er jemanden umgebracht hat. Ja, aber als Sheriff. Ja, als Sheriff. Wirklich. Aber es gibt trotzdem noch die Möglichkeit, dass Flask das nicht war, weil es gibt den kleinen. Niemand anders kann Varion getötet haben. Doch, Gnu kann das gemacht haben. Sie ist gewendet nach oben zur Kamera, kann dann runter. Ey, Mäntel, jetzt verdächtigt der mich. Ich sollte mich jetzt eigentlich als Sheriff ausgeben und sagen, ich habe Les getötet, ich bin Sheriff. Wisst ihr, was ich meine? Das wäre jetzt richtig witzig. Plot-Twist, Leute. Plot-Twist. Blesk war Imposter und der Sheriff hat geschossen. Ich bin der Sheriff. Siehst du genug? Ich wusste, dass ihr lügt. Ja,
jetzt raff ich gar nichts mehr. Oh mein Gott, ich freue mich gerade richtig. Ich habe gedacht, ich sage jetzt extra nichts. Ja, ja, sehr gut. Also oh, Blaz hat so getan, als wenn er der Sheriff war. Und weil, ganz ehrlich, hab ich doch gesagt, ich muss euch was sagen. Ich muss euch was sagen wegen vorhin, weil das, ja, was er gemacht hat, ich habe es ja gesehen, stand ja daneben. Ihr wart alle in der Masse und er hätte im Prinzip Jan, also das war Zufall, dass er den getroffen hat. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Es waren so viele Leute am Rennen. Es war einfach nur Zufall, dass er den jetzt bekommen hat und sagt halt, er war Imposter. Aber ich dachte mir noch so, das war nicht gezielt. Er war Sheriff, meinst du? Es war nicht gezielt gemacht. Also es war einfach nur Flop. Und ich dachte, okay, ich sag jetzt nichts. Sag auch nichts. Es war schon hochgepokert, dass er sagt, er ist Sheriff. Wahrscheinlich war er sich sicher, dass einer von euch, der jetzt tot ist, sein muss. Dachte mir, jetzt sage ich nichts und jetzt schlage ich zu und mein Herz schlägt. Also was Gnus Story untermauert, ist, dass man als Sheriff immer genau aufpasst, dass da nicht so viele Leute gesteckt stehen, damit man den richtigen erwischt. Und da Eddie meinte, hey, da standen noch ganz viele zusammen, als Jan gestorben ist, das spricht für Gnus Story. Das heißt, ich bin geneigt, ihr zu glauben. Jo, ich auch. Was ich mir letzte Runde verkniffen habe, nämlich war, dass in meiner Sicht, ich habe ja auch letzte Runde reported, in meiner Sicht sah es aus, als hätte Eddie den Kill gemacht. Aber ich war mir einfach nicht sicher und ich hatte Jan halt auch schon letzte Runde verdächtigt für den Kill auf Varion. Aber wenn das stimmt mit Gnu, dann glaube ich, dass Eddie der Zweite ist. Aber ich bin unschuldig. Aber ganz ehrlich, also, mal kurz. Wie passt das denn zusammen? Aber lass Eddie stand für den einen Kill, ich glaube Varian war es, mit mir und Lara in Specimen. Nicht in den kann ja jemand anders, also das kann ja der zweite Imposter dann einfach machen. Also ich sag, wenn ich mal was sagen darf als Angeklagter zu meiner Verteidigung, möchte ich einfach nur mal sagen, es ist in der Geschichte von Among Us immer so, dass der zweite Imposter dann denjenigen verdächtigt, von dem er die meiste Gefahr sieht für sich. Und also das war Blask eben schon auf der Spur. Okay. Das wäre ja ich skippe jetzt, was sehr gefährlich bitte ist. Bitte kann jemand sein, zu mir kommen, bitte. Nee, weil ich werde jetzt getötet. Und zwar von der Person, die wahrscheinlich gerade angefeindet hat. Wisst ihr, was dann noch nicht aufgeht? Personenschutz? Blask hat doch gesagt, der Kill an Varion, das kann nur Jan gewesen sein. Ja, weil sein. Er seinen zweiten Imposter schützen wollte, und zwar Eddie. Ja, aber wer war es dann? Nein, es war nicht Eddie. Personenschutz! Wer beschützt mich? Ey, keiner. Ey, ihr seid so gemein. Keiner beschützt mich. Keiner, kein einziger. Leute, was ist los mit euch? Ich will nicht mehr, ich will nicht mehr, ich will nicht mehr. Das war so anstrengend, oh Mann. Das war so anstrengend. So, jetzt schnell rein hier, ich mach das jetzt für euch. Okay, wir haben auch keinen Electrical-Typ mehr. Ich habe jetzt Angst, ich bleibe jetzt bei Mantel. Mantel beschützt mich. Mantel, du musst mich beschützen. Mantel, beschütz mich. Oh Gott, ich weiß nicht, was ich machen soll, Mann. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Mantel, ich brauche Personenschutz, bitte. Ich weiß jetzt nicht, ob schlau ist, jemand umzubringen oder einfach mal so ein bisschen die Rolle des Opfers zu machen. Ich bin mir gerade echt nicht sicher, was hier jetzt gerade schlechter ist. Hilfe. Oh mein Gott. Hello there. Oh, scheiße. Oh nein, fuck my life. Hey, Eddie war nicht zweiter Imposter. Nice. Matthias, du bist gerade durch mich durchgelaufen, ne? Und zwar in die falsche Richtung. Nicht in die Richtung vom Licht, sondern in die von der Lifeline. Ja, von dem Körper weg, den ich gerade reported habe. Gnu, du hast gerade eben noch mit Eddie bis rumgelaufen. Habt ihr euch getrennt? Ich bin abgehauen. Ich habe so das Gefühl gehabt, dass der uns beiden jetzt gerade hinterhergelaufen ist, oder? Ich glaube, du bist jetzt, wo bist du lang? Du bist jetzt... Ich bin zu Lifeline gelaufen. Ich bin nämlich hochgedüst. Also kam mir entgegen. Ich bin hochgedüst, weil ich Angst hatte, er wird es gleich tun. Und wo ist er dann hingelaufen? Ich weiß es nicht. Wo ist Eddie hingelaufen? Achso, er ist dir hinterhergelatscht. Eddie liegt draußen, genau über dem Office. Also da, wo du herkamst, Matteo. Tinker würde ich ausschließen, weil sie gerade bevor Licht ausgegangen ist, noch mit mir in der Lifeline stand. Und Tinker müsste mich theoretisch auch ausschließen können, weil ich kann niemals da weglaufen und würde. Mantel ist durch uns durchgelaufen. Hast du ihn auch gesehen? Als Mantel an mir durch war, da war der Report-Button und ich denke so, wer war das gerade? Grün. Jo, jo. Und ich wusste noch, du bist hinter mir. Lara, Tinker, Gnu war also wir haben vielleicht doch noch zwei Imposter drin. Matteo! Wenn ich das sage, Matteo, du hast halt. Oh Mann. Du standest halt vorhin noch bei der Leiche, fällt mir gerade ein. Also passt auf, ihr werdet mich jetzt wahrscheinlich voten, weil ich werde da nicht mehr, ihr werdet mich, das kriegt ihr nicht mehr weg, bin Sass. Also ich glaube, ich bin's nicht, ich bin Crewmate. Story, warte mal kurz, nein, das will ich auch, ich will gar nicht behaupten, dass du es bist, aber diese Story von Blask. Also wie random wäre es denn, wenn er halt, wen hat er gekillt? Jan? Oder Varian? Ja. Jan. Jan, glaube ich. Halt random Jan in diesem Stack halt killt und sich dann genau passend diese Story dann ausdenkt, die halt wirklich genau in diesem Moment passt. Weiß ich nicht. Irgendwie glaube ich gegen diese Okay, warte mal. Ganz, darf ich euch was vorschlagen? Aber er war es ja, weil ich konnte ihn ja umbringen. Darf ich kurz was vorschlagen? Gnu ist ja Sheriff. Ich erlaube ihr, auf mich zu schießen. Sicher?
Oder war Vlesk vielleicht Shadow? Also schaut mal, die meiste Info bekommen wir, wenn Gnu einfach auf mich schießt. Weil dann bin ich ja raus, ihr habt gewonnen, wenn ich Imposter bin. Wenn nicht, wisst ihr, dass Gnu gelogen hat. Also wenn jetzt alle skippen, ich komme ins Dropship, Gnu schießt auf mich. Ja, und ihr macht einen Double-Kill und gewinnt. Nee, aber ich bin letztes Mal, dein Cooldown ist schneller. Dein Cooldown, das hatte ich bei Unge letztes gehabt. Ist er nicht. Dein Cooldown ist, doch, Unge hat mich letztes Mal umgebracht. Unge hat mich letztes Mal umgebracht. Ihr habt, glaube ich, verloren, wenn noch zwei Imposter drin sind. Schießen wäre schlauer gewesen, glaube ich. Es muss jemand jetzt bei mir sein. Leute, mein Cooldown ist nicht so lang wie der vom Imposter. Hallo, kann jemand bei mir bleiben? Ist euch das alles egal? Hilfe! Lara, du vertraust mir wieder, mein Süßi. Oh nein, ich fühle mich so dreckig, ich muss mich wieder waschen gehen. Lara, du musst bei mir bleiben. Lara, ich brauche Schutz. Ich brauche Schutz. Ich habe Angst. Lara, du musst bei mir bleiben. Lara, bleib bitte bei mir. Ey, was ist denn jetzt? Oh nein, das ist euer Scheiß Ernst. Fuck, wir werden so sterben, ne? Das war nicht gut. Ich hätte es hier oben machen sollen. Das war richtig schlecht. Scheiße, das war so dumm. Ich habe 2 Wochen keine Among Us mehr gespielt. Ich wusste nicht mehr, dass ich nicht auf den Button drücken kann, wenn eine Emergency ist. Ich trottel. Ich war am Button. Was? Was ist jetzt gewesen? Wo ist Gnu? Und zwar, ich habe Lichter angemacht, da haben wir uns noch alle, da waren wir noch zu viert. Dann bin ich zur Lifeline gegangen, weil ich halt gucken wollte, wann jemand stirbt. Tinker ist gestorben vor 10 Sekunden ungefähr. Dann ging direkt Emergency an. Und Tinker liegt oben links. Ja, also ich bin halt oben rechts und stehe die ganze Zeit und lege die Hand auf. Ich bin links und habe auch die Hand aufgelegt. Das kann nicht sein. Ich habe die ganze Zeit die Hand aufgelegt. Du hast doch gerade gesagt, du stehst am Button, Gnu. Ja, an dem Button. Also ich habe die ganze Zeit gedrückt. Aber warte, wenn ihr beide gedrückt habt, dann wäre es ja ausgegangen. Ja, deswegen. Einer kann nicht gedrückt haben, deswegen habe ich die ganze am Anfang direkt gesagt, ich war am Button, ich habe gedrückt. Okay, dann wissen wir. Bist du? Ja, eindeutig. Och nein, schon wieder. Also, ich habe von Anfang an gesagt, ich habe den Button gedrückt. Ich bin nach rechts gelaufen sein. Und Gnu und Tinker sind nach links gelaufen. Ich dachte, ich komme einmal als Survivor durch. Ja, dann wählt mich. Wie kann es eigentlich sein, dass du in jeder Runde Imposter bist? Bin ich nicht. Wie geht das? Gnu, wie geht das? Rampierende. Wie geht das? Scheiße, Mann. Sie hat den Imposter-Bug. Das ist so geil. Was für ein geiles Gaming von ihr. Mann. War komplett geile Runde, Gnu. Hey. Stark gespielt. Hab mich richtig abgeholt. Stark gespielt. Ich war so kurz davor, auf dich zu schießen, Runde, Gnu, bevor du mich abgeschossen hast. Oh, ich hab's schon gespürt. Aber da waren richtig stark. Also, danke. Also das war... Gnu, wow. Matteo, du hast es am Anfang genau erklärt. Es ist genauso passiert, dass ich wenden wollte und Jan hat mich dort getötet. Du hast es genau komplett richtig kombiniert. Also, ich wollte dich gar nicht töten. Danke, danke, Leute. Danke. Das war echt mein Game. Gnu ist ja zu smart, hab ich keinen Bock mehr. Okay, let's go. Nächste Runde, let's go.